I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden.
Ja, und damit auch nochmal ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich bin der Tobitoast und wir spielen heute Alien Isolation im Albtraummodus. Der Albtraummodus ist die höchste Schwierigkeitsstufe, die in diesem Spiel zur Verfügung steht. Und alleine, wenn ich mich nur an meine ersten Spielstunden als Anfänger zurückerinnere, bekomme ich direkt wieder Gänsehaut bei dem Gedanken, dass das Alien uns nun noch penetranter zwischen Nachspacken kleben wird. Es wird auf jeden Fall recht witzig, würde ich einfach mal behaupten. Also zumindest für euch, für mich natürlich eher weniger. Ist jetzt natürlich auch erstmal egal. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal ganz kurz hier anmelden. Einmal die EC-Karte eingesteckt. Leider haben wir kein Geld mehr auf dem Konto. Deswegen werden wir gleich erstmal ein wenig das Gepäck unserer Mitreisenden nach Kleingeld durchsuchen. Ich wollte mir nämlich gleich nochmal eine total überteuerte Cola beim Automaten holen. Guck mal, hier ist ein bisschen Schrott drin. Das nehmen wir natürlich alles direkt schon mal mit. Und man hat es ja gerade eben schon gesehen. Wir sind gerade aus dem Hyperschlaf aufgewacht. Wir haben uns nun für die Mission entschieden, mit der Absicht, vielleicht unsere Mutter irgendwann wiederzufinden. Und man hat es ja eben schon im Intro ein wenig angedeutet. Und ich denke mal, wer den ersten Alien-Film auch gesehen hat, der wird mit Sicherheit wissen, was eben halt damals auf der Nostromo vorgefallen ist, beziehungsweise was damals mit unserer Mutter passiert ist. Ich will da eigentlich gar nicht mal zu viel spoilern. Ich würde wirklich jedem herzlichst empfehlen, den Film wirklich mal zu gucken. Das ist ein alter Schinken, aber ich finde, den kann man sich wirklich nochmal geben. Es ist wirklich ein verdammt guter Film. Und ich bin hier gerade schon mal ein bisschen am Looten. Einfach aus dem Grunde, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir spielen das Ganze auf Albtraum. Und da ist es, kommt es sehr selten vor, dass man tatsächlich mal ein wenig Loot findet zum Craften. Das wird nachher nochmal alles erklärt mit den Craften, das zeigen wir euch dann nochmal. Deswegen durchsuche ich jetzt hier eben halt alles, damit wir auch wirklich alles mitnehmen. Weil jede einzelne Kleinigkeit kann hier wirklich wichtig sein. Aber heute scheint wohl nicht so wirklich unser Glückstag zu sein. Naja, ist ja auch egal. Was haben wir denn hier? Valaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley. Letzteres sind natürlich wir. Alle sind angemeldet. Wir sind wohl die Letzte, die jetzt aufgewacht ist. Den Fernseher kann ich, glaube ich, auch an- und ausmachen. An, an, aus. An, aus. Cool. Kann ich mit meinem auch machen. So, ich glaube, hier können wir uns anziehen. Tatsache. Ist, glaube ich, auch, hat glaube ich, Vorteile, weil sonst machen wir hier noch die ganzen männlichen Mitarbeiter ein bisschen verrückt, wenn wir hier den ganzen Tag in Tanga rumlaufen. Guck mal, hier ist auch noch eine Dusche. Können wir nicht auch mal kurz reingehen? Erstmal schön duschen hier, mit Klamotten natürlich. Ach ja. Es gibt natürlich nichts Schöneres, als erstmal am Morgen mit Klamotten im arschkaltem Wasser zu duschen. Ich meine, wer mag es nicht, ne? So, ist hier sonst noch irgendwas? Ach, guck mal hier, diese Speicherstände haben wir hier auch schon direkt. Ich erkläre das nochmal ganz kurz für die, die das nicht kennen sollten. In diesem Spiel ist es nämlich tatsächlich so, dass das Spiel nicht automatisch speichert. Du speicherst auch nicht irgendwo im Menü, sondern in den ganzen Levels sind überall diese Dinger verteilt, wo du dann eben halt manuell selber speichern musst. Beziehungsweise du musst da hingehen, X drücken und dann selber speichern. Wenn du das nicht machst, dann bist du ziemlich am Arsch, wenn du stirbst. Ist quasi wie bei GTA, ja, wie bei den alten GTA-Teilen. Da musstest du es ja auch immer selber machen. Mit dem Unterschied eben halt, dass wenn du hier stirbst, wirklich dann am letzten Speicherpunkt wieder anfängst. Und das ist scheiße. deswegen, ich werde einfach direkt schon mal speichern, damit wir das Ganze schon mal haben. Das sollte man auch so oft wie möglich hier im Spiel wirklich tun. So, Speicherdaten überschreiben. Wollen Sie die aktuellen Speicherdaten wirklich überschreiben? Ja, ich will. Sie dürfen die Daten nun überschreiben. So, was haben wir denn sonst hier noch? Einen alten Retro-Computer. LM-Link. Schauen wir doch mal rein. So, knapp verpasst. Valaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als sie an den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland-Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann. Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Ja, die Sevastopol, auf
dem Weg sind wir momentan auch dorthin. Und Rayland Yutani kennt man ja natürlich auch noch aus den ganzen Filmen. Natürlich, wer die Filme gesehen hat, ne? So, ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal ein wenig um. Das Coole finde ich ja tatsächlich sogar auch, dass die Torrens, auf der wir uns ja gerade befinden, dass die der Nostromo aus dem Alien-Film tatsächlich sogar sehr, sehr ähnlich sieht. Ich würde sogar fast sagen, 1:1 nachgebildet fast. Guck mal, hier ist ein bisschen Werkzeug. Das fühlt sich tatsächlich wirklich so an, als ob man sich hier gerade so ein bisschen im Film bewegen würde. Wo geht's denn hier hin? Da gehe ich gleich durch. Ich gucke erstmal hier ein wenig. Ich finde das, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe ja wirklich diesen Retro-Look. Weißt du, wie die Lampen so richtig schlachartig mit diesem lauten Geräusch angehen, überall diese... Ihr wisst, was ich meine. Ich liebe das einfach. Ich liebe einfach diesen Retro-Look. Ich finde es einfach so mega genial. Ist hier sonst noch irgendwo ein bisschen... Ja, kein Loot, den wir mitnehmen können. Hier übrigens das neue Apple... iPad. Was? Ich... was war das jetzt gerade? Das ist eine neue Version vom Apple iPad, das kann sich nämlich unsichtbar machen. Hier übrigens auch nochmal das neue iPhone 8. Ich habe keine Ahnung, was es momentan für ein iPhone so auf dem Markt gibt. Ich glaube, iPhone 8 wird schon ganz gut hinkommen. So, was ist denn hier? Ach, guck mal, der gute Samuels. Und wir sind hier auf der Krankenstation. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ja, da habt ihr es gerade nochmal gehört, ne? Dieses Schiff ist auch sehr ähnlich der Nostromo, mit kleinen Änderungen, aber ansonsten vom Grundaufbau her fast dasselbe. So, guck mal, diesen tollen Tisch, den kennt man ja sicherlich auch noch aus dem Film. Allerdings fehlt hier dieses tolle Ätzloch. Kann ich hier eigentlich auch... Ich meinte, hier konnte man... Tatsache. Was? Die hat gar nicht auf den Knopf gedrückt. Die hat daneben gedrückt. Das Touch. Das sind keine Knöpfe, das Touch. Ich mag ja diese Spielereien in Spielen, wenn du einfach so richtig unnötig trotzdem irgendwas drücken kannst. Ist irgendwie cool. So, die gute Taylor. Nach der sollen wir, glaube ich, auch nochmal schauen. Ich weiß jetzt nur gerade überhaupt nicht, wo wir die überhaupt finden. Ich habe allgemein überhaupt keine Ahnung, wo wir hier uns gerade befinden. Zudem haben wir übrigens auch im Albtraummodus, man sieht es gerade schon, Kartendaten nicht verfügbar. Wir haben tatsächlich keine Karte im Albtraummodus. Schön, ne? So, was ist das denn hier eigentlich? Das wollte ich sowieso mal wissen. Was ist das hier? Ach so, okay, das sind unsere Missionsziele, glaube ich. Ja, gut, ist relativ unwichtig erstmal. Das hier scheint die Luftschleuse zu sein. Können wir uns nicht hier gleich irgendwie per Knopfdruck irgendwie ins Weltall befördern? Ich meine, dann haben wir das Ganze hinter uns. Dann ist Ende. Dann brauche ich nicht mehr spielen, dann haben wir das Ganze durch. Let's Play vorbei. Gut für mich, schlecht für euch. Hier noch ein paar Raumanzüge. Auch cool. Oh ne, hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt nochmal hin. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von hier? Hier sind wir schon lang gegangen. Ich komme hier total durcheinander. Und wir haben erst gerade angefangen. Das ist ja das Schlimme. Ach nee, hier sind wir schon lang. Tatsache. Hier... Ach, sieh mal einen an. Guck mal, ich glaube, das müsste Taylor sein. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach.
Den guten Samuels haben wir tatsächlich sogar schon gesehen. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Wir nähern uns also der Sevastopol. Der Raumstation, wo wir hinfliegen wollten, wo er eben halt der Flugschreiber angekommen ist von der Nostromo und wo dann wahrscheinlich auch die Daten drauf sind, die uns höchstwahrscheinlich dann... Ach guck mal, da kommt auch schon der gute Samuels, dessen Daten uns dann höchstwahrscheinlich auch verraten werden, was eben halt dann auf der Nostromo vorgefallen ist. Ich schaue hier nochmal ganz kurz auf dem Computer nach, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. So, Nostromo-Vorfall. Ich werde das übrigens auch nicht alles immer durchlesen. Ihr könnt sonst nochmal auf Stopp drücken, euch das selber durchlesen, wenn ihr das möchtet. Weil, ich habe echt keine Lust, jedes Mal dann 10 Minuten pro Folge da irgendwas vorzulesen. Außerdem gibt es hier sowieso noch tausende Audiologs, die, denke ich mal, auch recht interessanter anzuhören sind. Deswegen einmal auf Stopp drücken, dann könnt ihr euch das ja selber nochmal durchlesen, wer sich dafür interessieren sollte. Gut, ist hier noch irgendwas? Hier ist ein Radio. Das können wir sogar benutzen. Ist ja grauenhaft, der Sender. Boah, mach das mal aus. Wie kommt hier überhaupt ein Radiosignal bis ganz hierher? Das würde mich auch mal interessieren. Alter, den Sitz will ich haben. Den Sessel will ich haben. Wirklich, ich will. So. Was haben wir denn hier sonst noch? Cornflakes, Rainflakes. Scheint das Frühstück zu sein. Scheint das Frühstück zu sein. So. So, geht's hier zur Brücke? Tatsache. So, dann gucken wir doch mal, was die Gute uns zu sagen hat. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Gut, also, es geht langsam los. Wir beginnen den, kann man dazu Landeanflug sagen? Den Undock-Anflug? Den Undock-Anflug, ne? Ich will mal ganz kurz aus dem Fenster gucken. Das sieht ja mal wirklich mega genial aus. Ist das eigentlich der Jupiter oder ist das ein anderer Gasplanet? Weil ich würde es ein bisschen komisch finden, wenn wir tatsächlich nur bis zum Jupiter geflogen wären. Also, er sieht ja ein bisschen danach aus, aber ich habe keine Ahnung. Komm, vielleicht kann mir das ja jemand in den Kommentaren verraten und weiß es ja vielleicht sogar. Woher ist das nicht sogar? War das nicht sogar so im ersten Film gewesen? Wenn ich mich ganz zurückerinnere. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich meinte, das wäre so gewesen, dass... als sie auch auf den Planeten angeflogen sind, keine Angst, ich spoiler jetzt nicht mega krass, als sie auf den Planeten angeflogen sind, das war doch auch ein Mond gewesen, der dann, was willst denn du jetzt, der dann doch auch um so einen Gasplaneten kreiste, oder? Das war doch der sogar gewesen, oder nicht? Wäre möglich, naja, gut, ich guck nochmal kurz, ist hier auch, ach nee, wie geil ist das denn? Der Muttercomputer, ey, wie cool ist das denn bitte? Den gibt's ja sogar auch. Den hat man ja im Film auch schon gesehen. Entschuldigung, ich glaube, ich nerv schon ein bisschen hier. Film da, Film. Ey, wie geil. Leider kann ich da nicht reingehen. Ich hätte es echt gerne mal von innen ein bisschen gesehen. Naja, die gute Taylor sitzt ja auch schon. Auf der Seite ist leider nicht sehr viel zu sehen, nur ein Haufen Sterne. Na gut, vielleicht fliegt da auch hin und wieder mal die Enterprise vorbei. Man weiß es natürlich nicht. Kann man ja vielleicht mal aus dem Fenster winken. Einen guten Captain Picard Hallo sagen. So, ich würde aber sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal die Einsatzdokumente und genießen erstmal die wunderschöne Filmsequenz. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen.
Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Ripley. Sie machen das gut.